So, King Island, schauen wir mal rein. Big Diomede, Little Diomede und King Island. And in those three islands are the stepping stones to get to America. So King Island is this absolutely beautiful place off the coast of Alaska. And if you can imagine being on this really kind of rocky island that kind of shoots up from the water to these cliffs, and then all of a sudden you see these stilts and then you look up and there are these houses. They were built on the cliff up high because of the ice. Being an island in the Bering Sea, you have ice that's being pushed by the winds onto the island. So it's gonna pile up 50, 60 feet high. Structures are still there today and people have returned to King Island. It's a growing community as the people return back to their island. Ja gut, wäre jetzt nicht unbedingt mein Fall, muss ich zugeben. Also jetzt nicht, weil ich irgendwie Angst vor Höhe hätte oder so, aber ich finde es jetzt einfach nicht sonderlich hübsch, muss ich zugeben. Aber gut, wenn die Leute das mögen, dann natürlich gern. Und die Nordlichter. When I was young, my mom, whenever the Northern Lights came out, she just whistle. Boy, they come alive. Just keep whistling and that aurora will just like, you know, you can almost hear it. And then she explained to me a little bit later that those are children and children who've passed away when they're children. You don't want to draw them in too much, you know, is what she said, because then they could play football with your head, play Eskimo football, and that's what they want to do. They're always playing, those children up there. Don't play out without your hood on. If you don't have your hood on, the aurora person is going to come down and chop your head off and play ball with your head. It wasn't like they were trying to do bad, you know, or it was like a scary story or anything like that. It was just, that's how it was, that's what it was. Jetzt wissen wir auch, warum wir uns vor den Nordlichtern in Acht nehmen mussten, weil sie eben spielende Kinder sind, die ja nicht davor zurückschrecken, uns was zu tun. Finde ich eigentlich auch ganz hübsch, weil das auch, klar, die Eskimos sage ich schon, die Inupiat, die haben in vielen Punkten bisher in den Videos immer so eine Verbundenheit mit der Natur vermittelt, also so eine Harmonie, und hier hat man jetzt aber auch mal den Aspekt drin, dass man sich eben auch vor einigen Punkten in der Natur, selbst wenn man manchmal nicht sehen kann, dass es wirklich gefährlich ist, sich doch in Acht nehmen muss. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man in der Natur überleben will, in der Wildnis, dass man auch eine gehörige Portion Respekt auch vor der Natur hat, auch wenn es in dem Falle natürlich jetzt gerade was ist, was nicht so die direkte Gefahr ausstrahlt, wie jetzt meinetwegen ein wild gewordener Eisbär oder sowas, ne? Aber gehört halt einfach auch mit dazu zur Kultur, dass man auch, gerade wenn man eine Kultur hat, in der Geister sehr wichtig sind, dass man auch den Respekt vor den Geistern dann vermittelt irgendwo. Und der Monat der Nacht. Winter über dem Polarkreis wahrscheinlich, ne? In the month of November, there's no sun. So during that dark time, we travel by the light of the moon. It's quite different. Everything was silver and black. Toward the horizon, we could see where caribou are because their body heat flowing upward, and we could see it glowing in the moonlight against a dark horizon where there's no stars. If somebody yelled, you could know who yelled from where the sound came from, but specifically for that cloud of their breath went up and it glowed in the moonlight. So that was a good time to travel. It was very surrealistic. And so things that were dark objects looked very close and white objects looked very far. Stelle ich mir ziemlich cool vor, muss ich sagen. Ist bestimmt ein abgefahrenes Erlebnis irgendwo. Wenn man das mal so erfährt, mal so eine
seltsame, wirklich surreale Erfahrung stelle ich mir irgendwie cool vor. Auch wenn ich nicht unbedingt drauf scharf wäre, jetzt unbedingt in einem Monat der Dunkelheit nach Norden zu fahren und das dann mal mitzumachen, so eine Polarnacht. Also kann man ja auch bei uns in Europa, ich meine, Finnland, Norwegen, Schweden geht ja genauso, ne? Aber bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, stelle ich mir aber schon ganz witzig vor irgendwo. Na gut, dann wollen wir mal weitermachen. Es muss ja sein, ich will jetzt wissen, was mit Fuxi los ist und ich komme hier irgendwie gerade nicht wieder raus jetzt. Ich bin echt gespannt, ist er jetzt wirklich gerade umgebracht worden? Das kann doch nicht sein, oder? Ich meine, dieser Drecksack kann doch nicht einfach unseren Fuchs umbringen. Und wie ist der überhaupt dorthin gekommen? Wo sind wir eigentlich? Schauen wir mal. Echt tot? Neak allang ngoh ne magit kesak naga dan naik atramik. Das ist abgefahren jetzt. Kann ich den mit dem auch spielen? Tatsächlich. Ach, na sieh mal an. Aha. Das ist eine spezielle Form von Fuchs. Ja. Okay. Cool. Das ist auch witzig. Womit wir wieder bei den Tiergeistern wären, ja. So, Shift halten, um mit Geistern zu interagieren. Ah. Er kann jetzt die Natur verändern. So ein hilfreicher kleiner Kerl. Oh. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Komm, Fuxi, du musst nicht immer wegschweben hier. Das ist schon ziemlich interessant, ne? Achso, ich wollte es eigentlich gar nicht so ziehen, aber okay. Das ist auch in Ordnung. Komme ich jetzt mit ihr hier oben? Nein! Shit. Na toll. Alles nochmal. Okay, das ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Ganze. Da muss man echt erstmal ein bisschen reinkommen. Ich dachte erst, dass ich hier diverse Zweige vielleicht verbiegen kann, aber es scheint nur der eine zu sein, mit dem wir das machen können gerade. Na gut. Schauen wir mal, was wir hier erreichen können. Ah. Das Problem ist, ich weiß momentan noch nicht so richtig, welche man hier bewegen kann. Klar, den hier oben, der geht jetzt auch, aber bringt er mir denn schon was? Nicht so wirklich, ne? Ich weiß ja nicht, was ich mit Luna jetzt hier machen soll. So, gucken wir mal, ob wir hier vielleicht auch noch irgendwas haben. Nee. Schneller, kleiner Fuchs. Hier drüben ist auch nichts. Schwierig, schwierig.
Okay, aber was haben wir denn hier drüben für einen Aufstieg? Das muss doch auch irgendwie Sinn haben, die Äste hier drüben, oder? Ich glaube, ich höre auch schon wieder eine Eule. Hier drüben hilft es mir aber nicht weiter. Kann ich denn mit Nuna hier unten irgendwie durch? Nee, ne? Doof. Er kann hier durchschweben. Aber hier gibt es auch nichts, was wir irgendwie manipulieren können. Es ist nur der eine Zweig hier drüben. Ich muss also irgendwie mit dem weiter. Aber wohin? Ach, warte mal, warte mal. Ha! So simpel, so simpel. Natürlich. Wir können hier was wegbrechen. Okay, ich nehme mal an, nach oben kommen wir gleich noch. Okay, ich war mir gerade nicht sicher, ob es hier wirklich nach unten geht. So, kann ich dich denn hier ein bisschen durch die Gegend ziehen? Ja. Okay, da drüben ist eine Sackgasse. Oder? Ist doch eine, ne? Ja. Ich frage mich auch gerade, wo sind wir denn jetzt eigentlich gelandet? Wo kommt denn der Wald auf einmal her? Waren wir nicht gerade noch in der kargen Felsregion? So wie auf King Island eben? So ein bisschen seltsam jetzt. Aber ich kann ihn nicht nah genug ranziehen. Der ist irgendwie ein bisschen bockig hier. Den kann man nicht großartig verschieben. Und von hier aus schaffe ich es dann nicht drauf zu springen. Ach so, natürlich mit dem Wind. Warum komme ich da eigentlich immer erst zu spät drauf? Hops. Ah, das war zu kurz. Aber gar nicht so schlecht. So, dann bring du den mal wieder hier vor. Und zack, geht doch. Wunderschön. So, und jetzt kommen wir doch auch hier nach oben. Hops. Gut. Nuna macht hier rum weiter. Fuxi kommt ja jetzt sowieso überall hin, ne? So wie es mir scheint. Haben wir hier wieder einen hilfreichen Geist irgendwo? Nee, sieht gerade mal nicht danach aus. Tja, wir müssen irgendwie hier oben hin, so wie es aussieht, ne? Das wäre jetzt erstmal die erste Erkenntnis. Achso, ich muss wahrscheinlich einfach mit Nuna jetzt wieder in den Wind springen, kann das sein? Hops, ja, alles gut. Wow! Damit kann man jetzt aber auch nicht unbedingt rechnen, dass da so ein riesen Aststück rausbricht. Finde ich zumindest. Das war jetzt schon ein bisschen unfair. Oh, hier bricht ja alles weg. Na gut, dann lass einfach mal laufen. Whoa. Ah, jetzt sind wir endlich hier. Und jetzt hilft uns auch dieser Geist hier. Alles klar. Das ist schon ziemlich cool, wie er jetzt hier die Gegend manipulieren kann. Komm, puste nochmal. Gut, 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 gut. Ach nee, ich muss ja mit ihr weitermachen. Na? So, der Fuchs wird jetzt sicherlich wieder hier diesen Geist nach unten bringen können, genau. Und Nuna holt ihn sich. Das ist doch ein wunderbares Zusammenspiel mit den beiden hier. So, du gehst rauf auf den Adler. Und Fuxi zieht ihn rüber. Schön. Funktioniert soweit.
Also wenn man dann mal reingekommen ist, klappt's doch ziemlich gut, finde ich. Warum geht hier eigentlich alles kaputt? Kann ich da oben eigentlich schon was wegschießen? Halt, warte mal. Ich will mal schauen. Ja, genau, das dachte ich mir. Also mit den Zielen ist manchmal nicht ganz einfach. Ich frage mich gerade, ob hier irgendwo eine Eule rumsitzt. Deswegen bin ich so ein bisschen zögerlich. Aber ich habe bisher auch noch nirgendwo ein Anzeichen für eine Eule gesehen. So, das sollten noch genug Geister sein, um hier wegzukommen, oder? Wo ist denn der jetzt hin hier? So, wechsel mal bitte. Ich komme da aber noch nicht ran. Hey, das war fies. Kann doch keiner mit rechnen, dass da so ein Windstoß kommt. Also wirklich. Wo kam denn der Wind auf einmal her? War doch die ganze Zeit keiner da. Bumm. Okay, vielleicht fliegen wir jetzt erstmal rüber und schießen dann erst da oben das Eis weg. Ups. Boah. Sie macht's aber auch immer knapp, ne? So, na gut. Ziehen wir das mal wieder runter. Vielleicht kann ich den auch ein bisschen weiter rüber noch ziehen. Genau, jetzt müsste das doch mit ihr gehen hier. Genau, so dachte ich mir das. Okay. Fuchsi, ziehen bitte. Fuchsi. Aber an seine neue Gestalt muss ich mich auch so ein bisschen gewöhnen. Der kleine Junge im Fuchskostüm hier. Magst du dann hinfliegen? Danke. Nein. So, wir schauen erstmal kurz. Ah, hier drüben haben wir wieder den Geist. Komm. So. Wunderbar. Aber wo fliegt er denn hin? Ich will jetzt ja nicht wieder nach unten eigentlich. So, ich glaube, oben lang können wir nicht, ne? So, aber hier kannst du jetzt zumindest das Eis weghauen. Okay. Ich krieg's nicht hin. Jetzt. Okay. Wo ist der denn gelandet? Ja, kommen Sie mal schön nach oben hier. Ich finde es gerade etwas seltsam, dass wir wieder nach unten machen. Ich dachte eigentlich, es geht weiter nach oben für uns. Aber okay, alles gut. Solange wir vorwärts kommen. Ich meine, irgendwann müssen wir ja auch wieder runter. So, dann spielen wir mal wieder ein bisschen Treppe steigen. Und von hier aus sollten wir es doch schaffen, oder? Oh Gott! Warum ist denn der plötzlich verschwunden? Das fand ich jetzt schon ein bisschen unfair. Okay. Ah, jetzt haben wir einen Shortcut gebaut nach hinten. Alles klar. Gut, aber wir gehen mal nach unten, würde ich sagen. Für uns geht es doch jetzt hier weiter bestimmt, ne? Fuchsi, du bist dran. Einmal Geister holen, bitte. So. Schon ein bisschen verrückt hier. Komm ich ran? Ja. Ich glaube, das Gekrächze kommt nur von den Tiergeistern, kann das sein? Ich dachte ja erst, dass hier irgendwo Eulen sind vielleicht, aber ich glaube, das sind nur die Tiergeister. Wie muss ich denn jetzt? Achso, kann ich den nach hier drüben ziehen? Nee, nicht so richtig, ne? Hallo? Nee, ist hier oben was zum Drauflanden? Nee. Er mag sich nicht so richtig ziehen lassen hier, der Geist. Achso, ich muss mal wieder mit dem Wind wahrscheinlich, ne? Hops, ja. Oh Gott! Ein Sprung ins Nichts.
Aber das war so gewollt. Jede Reise, ob kurz oder weit, war gefährlich. Alles, was man sehen konnte, war eine Masse wirbelnden weißen Schnees. Ich glaube, das kommt in Alaska relativ oft vor im Winter.